Wir sind hier jetzt Österreich, Hauptstadt Wien und Station Hauptbahnhof. Und das ist hier Refugee Welcome Platz. Hier wird Essen verteilt von der Religion, Gemeinschaft, sich. Und es wird Essen verteilt. Ja, wir werden jetzt genauer Informationen von der Herr Dr. Parmar werden wir erfahren, wie hier das Länger verteilt wird, wer finanziert und warum die das tun. Also bitte schön. Das Länger wird von der Sikh-Gemeinde in Wien lebende, kann man sagen, oder auch in Österreich lebende Sikh-Gemeinde durchgeführt. Wir kochen in unserem Gebetshaus in der 23. Bezirk, Langobardenstraße 47 bis 49. Und es wird hauptsächlich dreimal jeden Tag das warme Essen gekocht und an die notleidenden Flüchtlinge serviert. Aber wenn's und mehr, was wird das verteilt denn? Was für Art Essen? Wir kochen hauptsächlich Basmati Reis, Biryani, zusätzlich Linsen oder Kichererbsen oder rote Bohnen, je nachdem. Das, schwarze Linsen. Ja, schwarze Linsen oder gelbe Chana Dal. Wie oft am Tag? Dreimal ist jeden Tag fix, aber wenn es mehr Leute kommen, dann bringen wir sogar vier, fünf Mal am Tag auf. Und seit wann tun Sie das? Wir haben vor etwas drei Wochen angefangen, ununterbrochen sind wir jeden Tag hier. Und wer finanziert das? Finanziert wird durch die Sikh-Gemeinde, hauptsächlich unsere Marktlieferanten, auch Geschäftsleute und Freiwillige. Jeder hilft uns und sogar... Also von Privatpersonen, die Geschäfte haben eigentlich und die haben Geld gespendet und ja, und also die Wien lebenden Sikh sozusagen, die Inder, die Privatgeschäfte haben und die haben Geld gegeben. Und genau so ist das. Und außerdem, wir haben eine Lieferung von in England lebende unsere muslimische Brüder auch bekommen. Aber das war auch nicht alleine von denen, sogar haben die dort lebende Sikh auch gespendet, Lebensmittel und auch Bares. Und das verwenden wir auch für Lebensmittel. Also aus Großbritannien ist auch eine große Lieferung gekommen. Also war es eigentlich von Muslimenbruderschaft und auch Sikh-Bruderschaft, also gesammelt wurde und da haben die in Sikh-Tempel im 22. Bezirk also gelagert sozusagen und dann jetzt wird im 22. Bezirk in Sikh-Tempel dort wird immer gekauft in großen Topfen, wie Sie hinten sehen können, Reis und Linsen. Und da wird hier am Tag dreimal verteilt und das läuft seit drei Wochen. Und wie lange, denken Sie, wird das, können Sie finanzieren oder Essen verteilen? An Finanz wird es nicht mangeln. Wir werden das so lange machen, solange es brauchbar ist, solange die Flüchtlinge kommen. Ja. Außerdem aus England, da waren 12 Leute unter die Herrschaft von Herrn Rijwan Khan und Ebrar Khan und die haben uns auch sehr geholfen und weiter versichert, dass die uns weiter auch helfen werden. Was wollen Sie sagen? Ja, wir versuchen, die gestern waren wir in Salzburg, dort ist auch genauso und wir versuchen denen auch, wir haben dort auch Gurdwara, ja, unsere Gemeinschaft. Also Sie haben da in Salzburg auch geliefert sozusagen von der Teil der Ware eigentlich? Wir versuchen dort auch so helfen, unsere Leute auch dort werden genauso wie die hier, wir machen es genauso, dort wird gemacht. Also in Salzburg gibt es auch in Sikh-Tempel und da wird das einfach kooperiert eigentlich und da wird ein Teil der Ware dort auch geliefert und die dort verteilen die auch dort eigentlich. Und wie ist das die Unterstützung von der Wiener, also von der Stationsmannschaft? Das sind alle freiwillige Leute und die es ist eine Gruppe, die eine sogenannte Organisation Train of Hope gebildet haben
und angefangen haben. Erlaubnisse und so weiter. Ja, wie kooperieren mit denen also, und die helfen. Es funktioniert sehr gut. Also Sie lassen. Anfang gab es ein bisschen Probleme, aber jetzt gibt es keine Probleme. Wir kommen gut miteinander an. Die lassen also genehmigen, dass da Essen verteilen und so weiter. Die rufen uns an, dass wieder so viele Flüchtlinge gekommen sind. Und bitte bringt hier warme Session. Warme Session wird hauptsächlich von der Sikh-Gemeinde serviert. Okay. Aber viele, die Flüchtlinge, die bleiben da nicht, die reisen weiter anscheinend, ja? Die wollen eher, also Ziel ist meistens Deutschland, Finnland, Schweden und so weiter. Aber hier wollen wenig. Und wie haben Sie auch Feedback von den Flüchtlingen bekommen, oder? Nein, eigentlich nicht, aber wir lesen, was in den Nachrichten oder Zeitungen. Okay. Vielen herzlichen Dank für die Information. Dankeschön. Passa.